Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Fujitsu Livebook und zwar ein U747 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die Modellnummer finden könnt, aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellbezeichnung finden wir hier auf der Rückseite. Da können wir einmal hier Livebook lesen und hier unten findet man die genaue Modellbezeichnung und mit der findet ihr auch super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein lässt sich zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Man muss dafür nur den Frontrahmen abnehmen und kommt so an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, auch die kann man einzeln tauschen. Die wird von zwei Schrauben innen gehalten. Das Touchpad kommt allerdings zusammen mit dem Topcase. So, bei diesem Modell hier ist es so, dass man an die wichtigsten Sachen direkt von der Rückseite rankommt. Man kann den Akku direkt von hier rausnehmen und tauschen und man kommt auch an den RAM dran, der hier drunter ist und auch an die SSD, die hier drunter ist. Und beim Akku ist es hier so, man muss diesen kleinen Schieberegler hier nach oben schieben und auch halten. Und der gibt dann diesen Schieberegler frei. Den muss man dann auch nur noch nach links schieben. Und dann kann man den Akku hier tatsächlich einfach aus dem Gerät nehmen und eben auch gegebenenfalls tauschen. RAM und SSD sind wie gesagt unter diesen beiden Serviceabdeckungen und die sind auch verschraubt. Einmal hier und einmal hier. Und das sind ganz normale Kreuzschrauben. Und sobald man die gelöst hat, kann man einfach hier drunter greifen und das so ein bisschen nach oben hebeln. Und dann sieht man hier schon die beiden RAM-Slots. Ist jetzt einer leer. Und den RAM an sich kann man auch super einfach tauschen. Der wird nämlich nur von den beiden Klammern hier an der Seite gehalten und die zieht man so ein bisschen nach außen. Und dann kommt einem der RAM hier quasi schon entgegen. Und dann kann man den einfach aus dem Slot ziehen und eben gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen oder einen einbauen. Und das geht genauso einfach. Der kommt wieder zurück in den Slot, ist ganz rein. Und dann drückt man den nach unten, bis die beiden Klammern hier wieder einrasten. Bei der SSD ist es genauso. Wenn man die Schraube hier gelöst hat, kann man die Abdeckung so ein bisschen nach oben hebeln. Einfach schauen, dass man die nicht abbricht, aber wenn man da vorsichtig ist, kann da eigentlich nichts passieren. Und dann sehen wir hier einmal die Standard-SSD. Hier ist allerdings auch noch Platz für eine zweite SSD, und zwar für eine verkürzte SSD. Und die ist dann einfach hier verbaut oder hier kann man dann eben noch eine verbauen. Und bei beiden SSDs ist es so, die werden auch nur von einer Schraube gehalten. Und sobald man die gelöst hat, kann man die SSD so ein kleines bisschen nach oben hebeln, nicht zu viel, und dann aus dem Slot ziehen. Die ist hier unten mit ein bisschen Kühlpaste noch versehen. Und ja, genau so baut man die auch wieder ein. Kommt in den Slot zurück, wird ein bisschen nach unten gedrückt und wieder verschraubt. Wenn man jetzt das gesamte Gehäuse entfernen möchte, sollte man die SSD allerdings vorher ausbauen. Deswegen werde ich die jetzt auch einfach mal draußen lassen. Und um jetzt das oder die komplette Gehäuseunterseite
abzunehmen, muss man einmal die äußeren Schrauben lösen. Die sind hier. Und man muss die inneren Schrauben lösen, die hier unter dem Akku sind. Das sind die hier. Und da ist es so, dass die inneren Schrauben unter dem Akku etwas kürzer sind als die äußeren. Das heißt, die auf jeden Fall einfach getrennt aufbewahren. Und ja, also ich benutze jetzt hier für alle Arbeiten ein Universalwerkzeugset. Das ist super praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und hier brauchen wir für alle Arbeiten einen ganz normalen Kreuzschraubendreher, und zwar ein PH0. Wenn man jetzt alle Schrauben gelöst hat, dann ist es bei dem Gerät so, man kann die Verbindung hier ganz gut sehen. Die läuft dann auch einfach nur einmal um das Gerät herum. Und die Unterseite wird im Grunde genommen auch tatsächlich hauptsächlich von den Schrauben gehalten. Das heißt, wenn man oben anfängt, die zu lösen, geht die super schnell ab. Ich benutze dafür hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich eben, dass ich hier auf der Rückseite eine kleine Öffnung finde. Und hier zum Beispiel. Und dann versuche ich das nach oben hin zu hebeln. Genau, und das laute Knacken ist völlig normal. Das ist eben, wenn die Einraststellen sich lösen, da braucht man keine Angst zu haben. Und dann arbeitet man sich so einmal um das Gerät herum. Wie gesagt, wenn man die obere Seite hier einmal gelöst hat, dann hat man die Unterseite eigentlich auch schon in der Hand. Ich zeige euch die jetzt auch mal von innen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, also RAM und SSDs haben wir hier ja jetzt schon gesehen. Was man hier jetzt zusätzlich noch sehen kann, ist zum Beispiel hier das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Und wir sehen hier auch den Lüfter und den Heatsink, der die CPU kühlt. Und ja, hier unten ist das Touchpad, aber wie gesagt, das ist im Topcase. Das kann man also nicht einzeln tauschen. Was man allerdings einzeln tauschen kann, ist den Lüfter. Und der wird hier von diesen beiden Schrauben gehalten. Die müssen raus. Und man muss auch das Lüfterkabel trennen. Das läuft hier lang und läuft zu diesem Stecker hier. Und bei dem Stecker ist es so, die Kabel sind hier recht dünn. Man könnte da wahrscheinlich theoretisch zwar dran ziehen. Ich versuche das aber immer zu vermeiden. Ich versuche dann eher, hier sind so kleine Ausbuchtungen, da dazwischen zu kommen und den am Stecker selber rauszuziehen, so wie hier jetzt. Und wenn man dann die beiden Schrauben gelöst hat, kann man den Lüfter nach oben hin einfach aus dem Gerät nehmen und eben auch gegebenenfalls tauschen. Bei dem neuen Lüfter, ich sag mal, je nachdem, wie rum das Kabel hier gebogen ist, wenn man da nicht genau weiß, wie das in den Stecker kommt, man kann auf einer Seite diese kleinen Kontakte hier sehen. Und die zeigen jetzt in dem Fall bei diesem Modell nach unten. Und ich verbinde das jetzt auch zuerst. Das heißt, hier einfach drauf schauen, dass die Kontakte nach unten zeigen und dass der Stecker auch wirklich wieder richtig drin sitzt, bis ganz fest nach hinten. Ja, und dann muss man den neuen Lüfter eigentlich nur noch wieder auf die Gewinde drauflegen. Der ist hier passgenau. Verschraubt den und hat das echt ratzfatz erledigt. Die Gehäuseunterseite braucht man jetzt nur noch wieder von oben genau auf das Gerät draufzulegen. Dann kann man das ein bisschen zudrücken, also vor allem hier oben. Und dann kann man das komplette Gerät wieder verschrauben. Gegebenenfalls auch die SSD wieder einbauen oder SSDs.
Dann kommen noch die Serviceabdeckungen wieder drauf. Auch die rasten hier einfach ein und werden danach wieder verschraubt. Und ganz zum Schluss legt man einfach den Akku wieder ein. Der wird hier so ein bisschen eingehebelt von unten. Dann drückt man den ein bisschen nach unten auf die Verbindung drauf und schiebt einfach den Regler hier wieder rüber. Und wie gesagt, solange man hier nicht drückt, lässt er sich auch nicht bewegen. Und dann sitzt das alles wieder perfekt und fest. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.